Hallo, Namaste. Ich bin Steffi, Yogalehrerin und liebe es, Schwangeren Yoga zu zeigen und habe heute ein paar besonders schöne Übungen für dich mitgebracht. Also los geht's auf die Yogamatte. Dreh mal die Füße nach außen, dass beide Füße nach außen zeigen, dass beide in einer leichten Grätsche geöffnet. Nimm die Hände dann vor dein Herz. Und jetzt beuge beide Beine, mach den Oberkörper lang und gerade und geh tief in eine tiefe Hocke. Du kannst gerne noch mal kurz die Hände, die Fingerspitzen absetzen und schauen, ob auch deine Fersen, so wie bei mir, am Boden sind. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du die Füße auch noch etwas weiter auseinander machen. Oder du könntest dir eine Decke unter die Fersen rechts und links machen, ja? Damit du hier Stabilität hast, Erdung für deine Füße. Wenn du dann angekommen bist mit den Füßen, kannst du sehr gerne die Hände ins Namaste nehmen, in diese Grußgeste vor deinem Herzen. Du kannst hier die Ellbogen, die Oberarme etwas an die Innenseite von den Oberschenkeln nehmen. Und jetzt versuche mal, möglichst lang und gerade im Rücken zu werden. Langer, gerader Rücken hier und du bleibst gut geerdet, voller Stabilität mit deinen Füßen am Boden. Und dann atme hier nochmal ganz tief bis in deinen Beckenraum ein und aus. Und diese Übung stärkt und kräftigt dann nicht nur deine Beine, deine Beinmuskulatur, sondern ist auch eine tolle Übung für einen starken Rücken. Und dann darfst du langsam mal beide Hände an den Boden nehmen, die Knie absetzen und nachspüren und dich ausruhen in der Stellung des Kindes. Nimm diesmal wie ein Frosch die Beine ganz weit auseinander. Hinten dürfen sich auch die großen Zehen berühren. Falls du jetzt nicht wie ich mit dem Po ganz nach unten zu den Fersen kommst, kannst du dir auch hier ein Kissen oder eine Decke dazwischen nehmen. Dann streck mal beide Arme weit nach vorne aus, so weit du möchtest und kannst. Und dann lege mal den Kopf ab. Entspann jetzt den ganzen Rücken. Richtig schön loslassen, entspannen und nachspüren. Nimm hier noch einen tiefen Atemzug in den unteren Rücken. Lass dein Becken mehr und mehr Richtung Fersen sinken. Und dann darfst du dich ganz langsam mit den Händen wieder aufstützen, zurück nach oben kommen und die Beine etwas schließen und ganz langsam über die Seite die Beine nach vorne nehmen. Wenn du sie vorne hast, darfst du sie mal ausstrecken. Und jetzt kannst du hier nochmal die Sitzbeinhöcker greifen und nehmen, etwas nach hinten ausstreichen. Die Beine lässt du leicht geöffnet, hüftweit oder ein bisschen mehr. Und jetzt stützt dich mal ab, entweder seitlich oder hinter dir, dass du lang und gerade wirst mit dem ganzen Rücken. Und jetzt kannst du etwas Venenpumpe machen für die Durchblutung in deinen Beinen, indem du mit dem Einatmen mal die Zehen zu dir ranziehst und ausatmen die Füße nach vorne streckst. Also ranziehen und vor. Man sagt auch Point und Flex dazu. Und das kannst du in deinem Tempo so langsam oder schnell machen, wie sich das heute jetzt für dich gut anfühlt. Im Wechsel mit der Ein- und Ausatmung. Noch eine Runde ranziehen und weg. Und dann nimm hier mal dein Bein. Bei mir ist das jetzt das rechte Bein. Stell es auf und öffne das Knie nach außen. Das heißt, du kannst hier die Fußsohle
an die Innenseite von deinem Oberschenkel ablegen. Und wenn du jetzt nicht so weit nach unten kommst, sondern das Knie ein bisschen in der Luft ist, kannst du dir auch hier gerne ein Kissen oder eine Decke herunter machen. Das andere Bein ist gestreckt, also ein Bein gebeugt, ein Bein gestreckt. Und jetzt richte dich nochmal auf, mach dich gerade in deinem Rücken. Setz mal die Fingerspitzen oder die Hände vor dir mittig ab. Und dann mach mal den Rücken rund und lass dich hier hinein sinken. Du kannst den Kopf hier ganz locker lassen, die Schultern auch. Und hier in eine sanfte, kleine, einbeinige Vorbeuge. Die Schultern mehr und mehr loslassen, den Kopf mal hängen lassen und den Atem fließen lassen. Und dann ganz langsam richtest du dich wieder nach oben auf und dann wechselst du mal die Seite. Du streckst das eine Bein nach vorne aus, stellst den anderen Fuß erstmal auf und jetzt kannst du das Knie wieder nach außen öffnen und die Innenseite hier von deiner Fußsohle, die Fußsohle an die Innenseite von deinem Oberschenkel ablegen. Genau. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen, damit du das besser sehen kannst. Ein Bein ist gestreckt, ein Bein ist hier angewinkelt. Wenn du möchtest, kannst du auch hier dir eine Decke oder ein Kissen unter das Knie machen, so ein bisschen auspolstern, wenn es nicht ganz weit nach unten kommt. Und dann setzt du die Hände oder die Fingerspitzen hier ab, machst dich rund und lässt los. Und dann kannst du hier ein bisschen mehr den Kopf noch hängen lassen, die Schultern hängen lassen und entspannen. In diese einbeinige Vorbeuge hinein sinken. Dann richte dich ganz langsam wieder nach oben auf. Und jetzt machen wir eine Übung. Die nenne ich mal Nadelöhr im Sitzen. Und die ist besonders angenehm und gut für deinen unteren Rücken oder auch wenn du mal ein bisschen ziehen oder Beschwerden hast im ISG, im Iliosakralgelenk, kann das lindern. Und da hast du eine schöne Hüftöffnung dabei. Stell dafür mal beide Beine auf. Setz die Hände mal hinter dir ab, die Fingerspitzen oder die Hände. Jetzt nimm mal den rechten Fuß über den linken Oberschenkel. Also das Knie, du öffnest hier von der Hüfte aus nach außen, den Fuß hier ranziehen und das Bein aufgestellt lassen. Und dann setzt du beide Hände hinter dir ab und wächst mal mit deinem Rücken in die Länge. Mach dich mal ganz lang und gerade hier im Rücken. Und öffne dich im Herzen, im Brustkorb mit jedem Einatmen. Bleib dabei gut geerdet mit den Sitzbeinhöckern am Boden. Und halte einen Moment diese Dehnung für den unteren Rücken. Und vielleicht spürst du das auch in diesem Bereich rund um Hüfte, weil du hier eine schöne Öffnung auf einer Seite hast. Und dann stell mal den Fuß wieder auf, bleib aber hier auf den Fingerspitzen oder auf den Händen, lockere mal kurz die Beine von einer Seite auf die andere Seite hin und her. Und dann machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Du nimmst den Fuß über den Oberschenkel. Das Knie öffnet nach außen. Hier ziehst du die Zehen zu dir ran, setzt die Fingerspitzen oder die Hände hinter dir ab. Und jetzt lässt du von unten nach oben den Rücken ganz lang und gerade werden. Richtig schön in die Länge wachsen. Und dann lass den Atem hier fließen. Atme vorne in den Brustkorb ein,
hinten zwischen die Schulterblätter aus. Durch die Nase tief ein und wieder ausatmen. Noch einmal. Und dann löse auch hier, lockere noch mal kurz die Beine von einer Seite auf die andere Seite. Und dann bereitest du dich vor für die Rückenlage. Wir kommen in der Schwangerschaft immer über die Seite in die Rückenlage. Das heißt, du stützt dich seitlich ab. Ich mache das gleich vor und wir bleiben danach auch unten liegen in der Rücken- oder in der Seitlage. Das bedeutet, wenn du gerne für die Entspannung dir noch was drüber ziehen möchtest, vielleicht noch ein Pulli, eine Weste oder noch dicke Socken, dann kannst du das jetzt gerne machen. Dann mach einfach kurz Pause und dann geht's gleich weiter. Stütze dich jetzt mit einer Hand ab, nimm die andere dazu und jetzt kannst du dich wirklich langsam über die Seite abrollen. Lass dir hier Zeit, ganz langsam abrollen, ablegen und dann, wenn du in der Rückenlage angekommen bist, kannst du mal beide Beine aufstellen, hüftweit oder etwas weiter, es kann auch mattenweit geöffnet. Und dann nimm mal die Arme hier auf Schulterhöhe in eine Kaktusposition, also rechter Winkel beim linken und rechten Arm, dass du beide Arme hier entspannt ablegst, auf Schulterhöhe angewinkelt. Und jetzt machen wir eine Krokodilvariante. Das ist eine Spiraldrehung für deine Wirbelsäule, ganz angenehm und hier Blockaden zu lösen aus deinem Rücken. Nimm dafür dein Becken, heb es ein bisschen an, versetz es nach links und lass mal beide Knie auf die rechte Seite sinken. Einfach so weit du kannst oder möchtest. Es muss nicht ganz bis zum Boden sein. Schau mal, wie weit es geht und schau, dass die Schulter hier entspannt am Boden liegen bleibt. Und dann kannst du den Kopf anheben und nach links drehen. Also die Beine gehen nach rechts, der Kopf nach links in die entgegengesetzte Seite. Und schau, dass du die Beine, die Knie hier unterhalb vom Bauch hast und nur so weit hineingehst in dieses Krokodil, bis dir im Rücken angenehm ist, sodass du hier ein sanftes, angenehmes Ziehen hast. Dann richte ganz langsam wieder den Kopf in die Mitte und auch die Beine. Heb dein Becken kurz an, versetz die Hüfte auf die Seite nach rechts und jetzt kannst du beide Knie auf die linke Seite langsam, auch hier unterhalb von deinem Bauch, so weit du möchtest, sinken lassen. Den Kopf anheben und nach rechts drehen. Das heißt, die Beine zeigen jetzt nach links die Knie und der Kopf nach rechts. Und die Schultern bleiben hier ganz entspannt am Boden. Lass den Atem hier fließen und lass dich mit jedem Ausatmen mehr in diese sanfte Krokodilsdrehung hinein sinken, loslassen und entspannen. Dann dreh dich langsam mit dem Kopf und mit den Beinen zurück zur Mitte. Schau, dass deine Beine jetzt hier aufgestellt bleiben. Je nachdem, wo du die Füße hast, kannst du sie etwas näher Richtung Gesäß zu dir heranziehen. Dein Rücken bleibt jetzt erstmal hier entspannt am Boden und du nimmst mal beide Arme neben deinen Körper rechts und links. Jetzt wollen wir deinem Rücken etwas Gutes tun und dafür drückst du jetzt mal ganz fest beide Füße in die Matte, dass du gut geerdet bist mit beiden Füßen. Und dann nimmst du beim nächsten Einatmen mal nur die Arme und kreist die Arme nach hinten oben und langsam wieder zurück. Atme dabei ein. Bei dem Einatmen nimmst du die Arme in einer langsamen Bewegung und bei der Ausatmung wieder zurück. Noch einmal nur die Arme.
Einatmen und ausatmen. Jetzt nehmen wir das Becken mit nach oben. Beim Einatmen die Arme kreisen, die Arme mitnehmen und das Becken nach oben anheben. Und ganz langsam Wirbel für Wirbel jetzt den Rücken ablegen und die Arme zurück neben den Körper. Also lass dir Zeit, Wirbel für Wirbel anheben. Und dich gut erden mit den Füßen und genauso langsam wieder zurückkommen. Ganz langsam, lass dir Zeit. Eine letzte Runde, einatmen und wieder ausatmen. Und dann zieh beide Knie geöffnet zur Brust heran, nimm mal die Hände in die Kniekehlen und wenn du willst, kannst du hier sanft langsam einer Seite zur anderen, bis du dich hin und her bewegen, wie so ein sanftes Schaukeln. Es kann auch nur ganz leicht sein, du spürst dir mal deinen Rücken am Boden. Ganz entspannt den Rücken hier in die Matte sinken lassen. Und als letzte Übung vor der Entspannung machen wir heute die Happy Baby Pose. Das ist eine Umkehrhaltung, wo die Füße mal Richtung Decke zeigen. Du kannst dir die Hände mal erstmal in den Kniekehlen lassen, die Knie geöffnet neben deinen Körper heranziehen und jetzt die beiden Füße, die Fußsohlen, Richtung Decke nach oben strecken. Und entweder du lässt die Hände jetzt hier entspannt in den Kniekehlen, auch den Rücken und die Schultern entspannt oder vielleicht ist es dir noch möglich, dass du hier die großen Zehen greifst, an der Innenseite vom Knie vorbei oder vielleicht kannst du sogar die Außenkanten deiner Füße greifen. Einfach mal ausprobieren. Wenn du aber merkst, oh, das ist jetzt mir zu anstrengend, hier die Füße oben zu halten, dann nimm die Hände einfach in die Kniekehlen, ganz entspannt. Lass die Füße noch einen Moment, dass sie nach oben Richtung Decke zeigen. Die Beine weit geöffnet, dass die Knie hier Richtung Boden tiefer sinken und die Füße nach oben zeigen, Richtung Decke. Ein letztes Mal hier einatmen, mit dem Ausatmen mal die Füße lösen, sinken lassen. Und jetzt kannst du dich für die Entspannung in die Rückenlage ganz locker ablegen. Hier von der Hüfte aus die Beine mal ausstrecken. Leicht geöffnet, dass die Füße nicht nach innen, sondern so locker nach außen fallen. Und dann nimmst du die Arme auch ein bisschen weg vom Körper, dass hier ein bisschen Luft ist, auch zwischen der Achsel und dem Körper. Und legst die ganz locker und entspannt ab, die Arme. Und wenn du deine Position gefunden hast, mit den Armen und den Beinen, dann schließe jetzt die Augen. Wenn du merkst, dass die Rückenlage heute unangenehm ist, dann darfst du dich auch auf die Seite drehen. In der Seitlage ist es ganz schön, wenn man sich noch Hilfsmittel nimmt. Ich hole mir dazu jetzt mal zwei Kissen und eine Decke. Über die Seite kannst du dich abstützen und langsam nach oben kommen. Wenn du möchtest, mach kurz Pause und hol dir eine Decke zum Zudecken und ein oder zwei Kissen. Ich habe jetzt ein Kissen für meinen Kopf, ein Kissen hier für die Beine und eine Decke noch, damit es schön warm ist und ich mich kuschelig einhüllen kann. Ich zeige euch gleich mal, wie du dich hier ablegen kannst. Komm wieder über die Seite nach unten und leg dich mal auf die linke Seite. Gerade wenn du jetzt in den letzten Wochen deiner Schwangerschaft bist, zum Beispiel in den letzten Trimester oder 4 bis 8 Wochen vor der Geburt, empfehlen die Hebammen, auf der linken Seite zu liegen, dass dein Baby hier gut versorgt wird. Und dann, wenn du in der Seitlage angekommen bist, kannst du dir den Kopf richtig schön gemütlich ablegen. Du kannst hier ein Kissen zwischen die Beine, zwischen die Knie platzieren. Und dann nimmst du die Decke
kannst dich hier mit der Decke so einhüllen, zudecken, dass es angenehm ist und du in den nächsten Minuten ganz entspannt hier liegen bleiben kannst. Lass deine Augen jetzt geschlossen. Dein ganzer Körper liegt entspannt am Boden. Lass den Körper jetzt vollkommen entspannt liegen und folge mir in Gedanken durch eine kleine Fantasiereise. Für mehr Ruhe und Erdung nehme ich dich mit in den Wald. Stell dir nun vor deinem inneren Auge, du stehst mitten im Wald. Um dich herum sind große, starke Bäume. Du siehst dir einen Baum genauer an. Von unten die tiefen Wurzeln, die teilweise über der Erde liegen. Über den kräftigen Stamm bis hin nach oben zu den Ästen und Blättern. Die Blätter strahlen in einem satten Grün. Durch die Blätter hindurch leuchtet die Sonne. Du siehst diese grünen Blätter, den strahlend blauen Himmel und schaust dir die Form eines Blattes noch genauer an. Du nimmst die Linien des Blattes wahr, nimmst ein Blatt in die Hand und fühlst, wie sich das Blatt in deiner Hand anfühlt. Vielleicht kannst du dir sogar den Duft von einem Baum oder von dem Wald, von Laub vorstellen. Du hörst das Knistern der Blätter, das Rauschen, wenn der Wind mal bläst. Und jetzt schau mal, was für einen Baum du dir hier gerade vorstellst. Vielleicht hat dein Baum auch Früchte. Wenn ja, wie sehen deine Früchte aus? Sind das Kastanien, Eicheln, Äpfel oder etwas anderes? Stell dir deinen Baum jetzt ganz genau vor. Nimm den Duft wahr. Den Duft nach Blättern, nach Laub und Ästen. Stelle dich in Gedanken neben deinen Baum. Ganz vorsichtig näherst du dich deinem Baum.
Berühre mit einer Hand den Baumstamm. Spürst du die Baumrinde? Wie fühlt sie sich an? Ist sie rau, ist sie glatt, sind da Hubbel? Du kannst den Gedanken mal mit dem Finger über die Baumrinde fahren. Nimm auch die Wurzeln des Baumes wahr, die tief in die Erde hineinragen. Genauso wie der Baum gut geerdet und verwurzelt ist, fühlst du dich stabil und geerdet. Du fühlst dich voller Stabilität und Erdung. Mit beiden Beinen fest am Boden. Spürst, wie dich deine Füße tragen, wie sie dir Stabilität geben, von unten nach oben. Dich aufrichten. Wenn du magst, kannst du in Gedanken deinen Baum umarmen, um dich noch mehr mit deinem Baum zu verbinden. Tanke die Kraft, Erdung und Stabilität deines Baumes auf. Spüre auch die Verbundenheit und Einheit aller Bäume im Wald, die ganze Natur um dich herum. Löse dich langsam von deinem Baum und geh langsam, achtsam durch den Wald spazieren. Vorbei an großen, alten und auch jüngeren Bäumen. An Laubbäumen und Nadelbäumen. Du bleibst stehen, denn vor dir auf dem Boden entdeckst du ganz lange Wurzeln eines alten Baumes. Ganz fasziniert schaust du dir diesen uralten Baum an, mit den vielen dicken Wurzeln, die tief in die Erde reichen. Nimm all die Eindrücke in dir auf und genieße noch mal einen Moment bewusst diese Waldatmosphäre. Tanke Ruhe und Erdung, Kraft und Stabilität. Dann verabschiede dich für heute vom Wald und kehre langsam wieder zurück.
Kehre mit deiner Aufmerksamkeit zurück hier in diesen Raum und sei wieder voll da, im Hier und Jetzt. Um zurückzukommen, kannst du langsam mal die Finger und die Zehen bewegen. Lass die Augen gerne geschlossen, stütz dich ab und komm langsam über die Seite in einen Sitz nach oben. Und wenn du oben angekommen bist, in einem Schneider oder in einem Fersensitz, nimm die Hände vor deinem Herz ins Namaste. Spür nochmal die Aufrichtung in deinem Rücken, in der Wirbelsäule. Spüre, wie du heute gut für dich gesorgt hast, dich gedehnt, bewegt hast, geatmet hast und entspannt. Verneige dich dafür voller Dankbarkeit vor dir. Namaste, vielen Dank. Und öffne nun langsam wieder deine Augen. Hey, ich hoffe, dir hat's gut getan. Die Yoga-Übungen in der Schwangerschaft helfen dir auch gegen ganz viele Beschwerden, die auftreten können und machen dich entspannter und glücklicher. Deswegen abonniere gerne meinen Kanal und schau dir auch mal meine Playlist auf YouTube an, Yoga für Schwangere. Da findest du noch ganz, ganz viel Inspiration und Videos, die du ausprobieren kannst. Danke!